Wir befinden uns hier auf dem Friedhof der Abtei Münster-Schwarzach. Im Hintergrund die Klosterkirche und nachgedacht am Karsamstag, jenem Tag, wo die Toten im Glauben hier ruhen, auf diesem schlichten Friedhof, den eine Frau, die ich mal kannte und begleiten durfte, den Friedhof und das Grab ihres Mannes immer wieder genannt hat, das Himmelsgärtchen. Hier innerhalb der alten Abteikirche, hier, wo ein Weihwasserbecken auch dafür sorgt, dass die Menschen an ihre Taufe erinnert werden. Und selbst nicht glaubende Menschen gehen zum Friedhof und gießen die Gräber ihrer Verstorbenen. Und es gibt auch eine Lampe. Eine Lampe, die ein Licht der Hoffnung enthält. Nachdem die Briefe in den Himmel so schlecht gebrannt haben, bekam ich extra lange, extra gut geeignete Streichhölzer, um dieses Licht der Hoffnung anzustecken. Es brennt gleichsam, stellvertretend für alle Menschen, denen wir einen Brief, einen Gruß in den Himmel geschickt haben. Es brennt vor allen Dingen für jene aktuell verstorbenen Menschen, die immer wieder an den Gräbern Lichter aufgestellt werden. Grabesruhe. Auszuhalten, was schwerfällt, aber immer wieder Gedanken der Verbundenheit zu haben. In der Trauerarbeit haben wir immer wieder den Menschen ein Licht mitgegeben. Eine kleine Laterne, in der ein Teelicht gut hineinpasst, zum abendlichen Ritual ein Licht gen Himmel zu senden. Hier sind wir daheim, damit du dort, wo du im Himmel bist, erkennst, wo wir jetzt sind. Diese Stimmung auf diesem Friedhof innerhalb der alten Abteikirchenmauern, diese Atmosphäre hier in dieser Laterne, angesteckt mit geschenkten und gestifteten Streichhölzern, sie erwärmen auch das Herz ein Stück weit. Ich lade sie ein, für sich, egal in welchem Moment und in welcher Situation sie sich befinden, ein solches Licht anzustecken. Ein Teelicht draußen auf dem Balkon, im Garten, auf der Terrasse. Wenn es keine Laterne hat, kann es auch ein Marmeladenglas tun, um denen dieses Signal zu senden. Ich lade sie ein, jetzt in ihrem Inneren sich mit jenen in Verbindung zu begeben, durch das Anstecken eines solchen Lichtes, die bereits vorausgegangen sind. Für uns ruhen sie im Grab. Ruhen sie wirklich im Grab? Oder sind sie nicht schon längst auferstanden? Eine Kuriosität hat mich als Kind bis zum Ende meines Studiums beschäftigt, bis zu dem Moment, wo ich mich mit dem Leben auseinandergesetzt habe, was geschieht eigentlich im Moment des Todes. Diese Kuriosität bestand darin, dass uns der Pfarrer sehr drastisch erklärte, dass die Menschen in den Gräbern ruhen und erst beim Untergang der Welt
auferstehen werden, dass ihre leiblichen Überreste, die Knochen zusammengebaut, wie in einem Comicfilm, so zumindest meine kindliche Vorstellung, und einen neuen Leib übermantelt bekommen mit Fleisch und Blut, dass sie dann erst auferstehen. Also als würden sie noch ruhen im Grab, bis dass die Welt untergeht. In der gleichen Zeit erklärte er uns als Kinder, dass in einer Streichholzschachtel großen Reliquien sich befinden. Diese Reliquien wurden in den Altar eingemauert von drei oder wie viel, ich weiß nicht mehr, Heiligen. Und diese Heiligen, deren Reliquien in diesen Schächtelchen waren, wären auch noch an anderen Orten in Marbach, in Kalbach, in Flieden und sonst wo im Fulderer Land eingemauert. Und nun schaltet die kindliche Logik, die gesagt bekommt, am jüngsten Tag, wenn die Welt untergeht, erstehen alle auf und bekommen einen neuen Mantel. Am Friedhof kein Problem, denn pro Grab war ein Verstorbener oder mehrere Verstorbene darin. Aber diese Heiligen, sie sind verteilt auf der ganzen Umgebung des Fulderer Landes. Da fragt man sich schon als Kind, wie kriegen die wieder ihre Knochen zusammen? Die Juden warten heute noch in ihrer Vorstellung, wann die Toten auferstehen. Und für mich ist eigentlich die Antwort im Grunde einfach. Im Moment, wo Raum und Zeit keine Rolle mehr spielt, ist auch Raum der Raum des Körpers. In dem Moment zur Auferstehung freigegeben. Die Menschen stehen also im Moment des Todes auf. Auferstehung geschieht also mit dem Tod automatisch sofort. Und da sie raum- und zeitlos sind, können sie auch an verschiedenen Orten, wie es im Evangelium dann heißt, dass Jesus dem Petrus und 500 anderen zugleich erschienen ist. Hoffen wir, dass diese Toten alle bereits auferstanden sind. Lassen wir dieses Licht der Hoffnung nicht ausgehen, auch wenn der Wind es manchmal ausbläst. Vielleicht ist es gut, dann auch dieses Licht zu schließen, damit es leuchtet hier in der Ewigkeit, in die Ewigkeit hinein. Und so möge Segen kommen von allen Lichtern, die aufgestellt werden für die Verstorbenen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.